Sorry Leute, ich war voll im Konzentrieren und hab dann gar nicht bemerkt, dass ich ganze 2 Minuten überzogen habe. Wow. Also gut. Wir haben die Fahrzeugfabrik vernichtet, damit haben wir schon quasi die Mission fast schon geschafft. Das Einzige, was wir jetzt halt machen müssen, ist ein bisschen die Wusselbusselabwehr zerstören. Die da heißt Pitbulls, Raketentrupps und dergleichen. Wie man sieht, der Vestator ist noch ziemlich gut gegen Infanterie. Problem ist halt nur, das Treffen der Infanterie könnte schwer werden. So. Aber der Bauhof ging ziemlich schnell kaputt und damit dürfen wir es eigentlich schon geschafft haben. Oh, noch ein bisschen Vorarbeit leisten eventuell, ein paar Gebäude noch zerstören. Und dann könnte man an sich einen Gewaltangriff mal einfach tun, da haben wir auch gewonnen. Was soll mich aufhalten? Aber naja gut, immerhin habe ich Wort gehalten, ich habe es geschafft, wenigstens eine Alien-Mission zu schaffen. Ob ich die andere auch schaffe, ist unbekannt, weil an die kann ich mich nicht so gut erinnern. Und spontan würde ich mal sagen, die war schon kniffliger. Beziehungsweise, ja, was ist kniffliger, sie hat länger gedauert. So, vernichten wir noch die letzte Kaserne mit den Devastatern und dann haben wir das auch geschafft. Juhu. War doch gar nicht so schwer. Es hat nur nicht lange gedauert, war zu kompliziert. Ach ja, Bonusziel habe ich erfüllt, ne? Ja, aber nämlich gemeint haben, der Mastermind hat nämlich überlebt, ihr Bitches. Das lesen wir nochmal. Gegenschlag der feindlichen Truppen, der feindlichen indigenen Population. Offensive in mehreren Zielzonen gestoppt. Die indigene Population hat sich neu organisiert und formiert sich zum Gegenangriff. Die indigene Population nutzt unsere im Laufe der Kämpfe identifizierten Schwachstellen. Anfangsvorteil verloren. Kampf wandelt sich in asymmetrisch und symmetrisch. What? Taktische und strategische Überlegenheit hat jetzt oberste Priorität. Ja. Das heißt, der Krieg entwickelt sich schlecht wie die Aliens, wie man merkt. Wie wir auch mit der GDI selbst bemerkt haben. Und wir müssen mal schauen, was die vorhaben. Nebenbei, wer immer noch nicht ganz klar ist für die Leute, die nicht wissen, wozu die, oder welchen Sinn die, Knotenpunkte haben, die Türme, das sind Portale. Damit wollen die Aliens mehr Truppen ranholen. Falls das immer noch nicht klar geworden ist. So, vorletzte Mission im gesamten LP, Kroatien. Relaisknoten fertiggestellt. Bau aller 19 Brückenköpfe in Arbeit. Der Widerstand nimmt allerdings weiter zu. Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten. Ablenkungstaktik gescheitert. Sieg äußerst unwahrscheinlich. Empfehle sofortigen Abbruch der Mission, Großmeister. Die Mission wird wie geplant fortgesetzt. Der Overlord vermutet eine bewusste Herbeiführung der I-Core-LQ-Detonation, um unsere Sammler anzulocken. Zielgebiet nach Beweisen für vorsätzlich herbeigeführte Detonation durch indigene Population absuchen. Sämtliche I-Core-Informationen konfiszieren und weiterleiten. Befehl akzeptiert. Leite fragwürdige Befehle an Bodeneinheiten weiter. Fragwürdig. Primären Explosionskrater geortet. Fragwürdige Befehle. Da merkt man schon, die Aliens merken irgendwie, dass Kane die absichtlich geholt hat und wollen jetzt wissen, warum. Großmeister, die IQLQ-Datenbank der Menschen, oh, nicht mehr diejenigen der Population, sind in 2 Gebäuden in dieser Region untergebracht. Vielleicht erhalten diese Datenbanken Informationen, wie und warum das Signal, das uns herbeigeführt hat, vorzeitig erzeugt wurde. Erobern Sie die Gebäude und sichern Sie mit allen Mitteln gegen Angriffe. Sie haben ab sofort Zugriff auf unsere Korruptoren. Sie dürfen in dieser Region äußerst nützlich sein. Werden wir sehen. Ich habe kaum noch Erinnerungen an diese Mission. Ich weiß nur, dass es gegen Nord ging. Initialisiere Video-Uplink.
Missionsausführung unzureichend. Der Overlord verliert die Geduld. Alle IQ-LQ-relevanten Informationen und Artefakte bergen. Sofort! Stealth-Einheit geortet. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Empfange Nachricht. Großmeister, wir haben zwei Informationsgebäude lokalisiert, die Daten über die Explosion von IQ-LQ enthalten. Erobern Sie die Gebäude und sichern Sie die Daten. Die Informationsgebäude sind mit modernen Defensivsystemen gesichert. Vernichten Sie sie, um die Eroberung der Gebäude zu ermöglichen. Also diese Aufgabe musst du mir nicht geben. Die Gebäude kann ich nur erobern, wenn die Dinger... Obwohl, sie müssen nicht unbedingt zerstört sein. Es würde eigentlich schon reichen, wenn sie energiedeaktiviert wären. Naja. Geheimdienstdaten. Bewusst herbeigeführte IQ-LQ-Detonation. Hypothese. Indigene Spezies hat IQ-LQ-Gerät gezündet, um Ernteoperationen zu fokussieren. Warum? Wie? Was? Implikation für die Mission? Implikation für den Overlord? Analyse der IQ-LQ-Detonation oberste Priorität. Warum auch immer. Merkt man schon, die Aliens wissen nicht so wirklich, was sie eigentlich wollen. Und ich hoffe mal, dass ich hier nicht angegriffen werde. Ich habe, wie gesagt, kaum Erinnerungen an diese Mission. Ich weiß nur, sie dauert etwas. Na, guck mal, Mutantenhütte. Naja. Die Mission danach war, glaube ich, relativ einfach. Ich kann mich aber auch erneut irren. Bau abgeschlossen. Wäre ja nicht das erste Mal. Neue Bauoptionen wird gebaut. Nee, du machst mal hier. So, sollte ich jetzt angegriffen werden, wäre ein bisschen doof. Denn so viele Einheiten habe ich nicht. Und was ich auch sagen muss, was ich auch total scheiße fand, ist, wie EA das rübergebracht hat mit den Aliens irgendwie. Es ist zwar nett, dass sie die Aliens eingebaut haben. Ja, finde ich echt gut, aber... Hallo? Wie habt ihr zwischen die Aliens eingebaut? Wird gebaut. Also, von den Dialogen und so weiter. What the fuck? Bau abgeschlossen. So. Ups. Wachstumsbeschleuniger. Wird gebaut. Portal wäre gut. So wie ich es gerade bemerkt habe oder vermute mal, werde ich nicht angegriffen, solange ich noch nichts getan habe. Bonusmission, ich weiß nicht, habe ich Lust dazu. Könnten wir Lust dazu haben, den GDI zu fisten? Wenn ich stark genug bin, vielleicht. Bau abgeschlossen. So, ich mir hier auch mal einen hin. Wird gebaut. Und dann blaues Tiberium abernten. Wunderbar. Mal gucken, die Landarmee der GDI Nord bekämpft sich ja hier gerade die ganze Zeit. Könnten wir eventuell eine Seite ein bisschen aushelfen? Von den beiden Gebäuden sichern. Ich meine so. Warte mal. Ich meine, jetzt lüg nicht, Leo, du weißt es nämlich nicht. Ich weiß nicht, ob man die noch verteidigen muss eine Zeit lang. Bau abgeschlossen. Oder ob danach einfach siehst, ja, du hast gewonnen. Wo hast du dich denn hinverirrt? Nein, du tust mit dem Panzer mit. Seltsam, dass sie sich dahin verirrt haben. So. Nervenzentrum. Wird gebaut. Bestimmt, das Nervenzentrum ist so eine Art Befehlszentrale der GDI. Befehlszentrale von der GDI, wenn ich bitten darf, Leo. Ja, ganz genau. Höchstwahrscheinlich wird das Projekt aber noch ein bisschen weiterlaufen. Allerdings habe ich vor, es nächste Woche, wenn, Bau abgeschlossen. Ich ja 2 Tage mehr frei habe, so gesehen. Doch ein bisschen öfter aufzunehmen. So, nehmen wir uns mal die schönen Panzer mit.
Warte mal kurz. Bau unterbrochen. Die haben keine wirklich starken Flugabwehrsysteme, ne? Abgebrochen. Fällt mir gerade so ein. Wird gebaut. Weil ich sehe hier zwar ein Flugabwehrgerät, hier ein Flugabwehrgerät, aber irgendwie war es das auch, ne? Da? Nee. Nur zwei Flaks, sich verarschen. Ja. Zwei Flaks. Bau abgeschlossen. Gut, fisst sich alles mit Luftwaffe. Ich wollte eigentlich euch mal ein bisschen die Panzer vorführen. Aber, Entschuldigung, bei dem wenig Bodenpersonal, Luftabwehrpersonal sieht es ja nicht genauso aus. Da sind zwei. Da sind auch zwei. Ne, ist ein bisschen besser gesichert. Aber wenn ich einmal hier hinten habe, dann, naja, habe ich da hinten. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. So wie es aussieht, sieht es folgendermaßen aus. Ich benutze nur Luftwaffe. Nebenbei, um mal ein bisschen die Aliens zu erläutern, ne, falls das jetzt nicht so gut rüberkommt. Die beiden kennen wir ja schon. Die Devour-Panzer, das ist eine ganz nette Einheit. Die haben wir schon als Gegner erlebt, aber noch nicht so richtig selber. Das ist eine sehr nette Panzereinheit, die sich mit Tiberium aufladen kann, um ihre Angriffe zu verstärken. Wir sind so gesehen in meinen Augen stärkere Predator-Panzer. Dann haben wir die Corruptors. Das ist eine sehr nette Einheit, ist so gesehen der Flammenwerferpanzer der Aliens, mit Ausnahme, dass er giftiges Tiberium versprüht. Gegen Infanterie ausgezeichnet. Gegen Fahrzeuge, wie gesagt, ist so gesehen der Flammenwerferpanzer. Wenn man sich ungefähr die Dimension des Flammenwerferpanzers vorstellt, das ist er nämlich. Und dann haben wir auch den Annihilator-Tripods. Den ich irgendwie immer als Analpha-Tripod bezeichne, warum auch immer. Ich habe es zum ersten Mal so gelesen, deswegen nenne ich ihn so. Der gute Kumpel ist, so gesehen der Mammutpanzer der Aliens. Hat einen sehr starken Angriff, hat ja 13 Tentakeln, wie man sieht. Von diesen 13 Tentakeln schießt er auch. Kann sich nicht gegen Lufteinheiten wehren. Und ja, es ist eine sehr nette, starke Einheit. So, dann haben wir noch die Landeinheiten. Die Buzzers kennen wir schon, die Desintegratoren genauso. Die Shock Troopers, das ist so ein bisschen Zone Trooper-like, also starke Infanterie, die vor allem gegen Fahrzeuge sehr stark ist. Können sich auch teleportieren, was sehr fies ist. Den Mastermind, ja gut, den kennen wir ja mittlerweile schon, haben wir in der letzten Mission gesehen. Und dann noch den Assimilator, das ist halt der Ingenieur. So, sonst, ja, das sind halt die Flugabwehrtürme, das ist die Fahrzeugabwehrtürme, das sind die Infanterieabwehrtürme. Sonst haben wir noch nichts Neues. Auch nicht die ganzen Flugeinheiten. Aber wie gesagt, ich hab gerade mir so überlegt, Lufteinheiten sind ja sehr sinnvoll. Die nehme ich auch, wie nehme ich denn die Feinde auseinander? Ja, mal gucken, eventuell nehme ich halt die gesamte Notbase auseinander, schick da irgendwie meine zwei Assimilatoren hin. Und dann, ja, nehme ich es einfach ein, das war's. So, dauert natürlich ein bisschen, bis meine ganzen Sturmreiter da sind. Und ich werde auch erst loslegen mit dem Sturm, wenn alle da sind. Boah, du bist so fies. Sag mal, Kumpel, du hast dich ein bisschen hierhin verirrt, kann das sein? Sollte das wirklich so sein? Die Nordeinheiten haben wir interessanterweise ziemlich gut ausgeschaltet, indem ich einfach mal eben so an ihre wichtigsten Einheiten übernommen habe. Die G hat einen Sturmrad auf mir erwischt. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe den Avatar. Gut, mittlerweile hat der Feind auf mich reagiert. Ich hoffe mal, das ist nicht auf Dauer so. Im nächsten Part schaffen wir vielleicht sogar die... mal schauen, ob wir die Mission schaffen. Wir werden sehen.